Servus und willkommen zu Foss im Best of 3. Auf Desert Runes, Hillfort und Balls heißt es heute Team 1, gespielt von Magiesuppe 34 gegen uns im Team 2. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Games. So, und hier sind wir direkt in Game 1. Die Magiesuppe hat sich für Desert Runes den Commander Scattershot rausgepickt. Und wir haben uns bei der Map für den Commander Phantom entschieden. Den richtigen Plan hatte ich nicht gehabt. Ich wollte irgendwie Waffen verschieben, aber konkret wie genau, wusste ich jetzt nicht. Bei ihm, er spielt oft Scattershot. Ich denke mal, er wusste, was er tut. Will die 20mm haben, das Stahl wegballern und mit der Buzzsaw mich nerven. Oder direkt mit der Buzzsaw die Expansion nach unten verhindern. Wir werden sehen, und bei ihm, wir sehen es, die dritte Mine ist gebläst, eine Windturbine. Hier ist die Werkstatt, hat nur einmal Metall verkauft und den Gunner und baut hier nach unten an. Bei uns ebenfalls drei Minen, eine Windturbine, hier kommt die Waffenkammer. Die wird von uns seltener gespielt wie die Werkstatt, aber ab und an darf die auch mal genutzt werden. Und ich wollte hier eigentlich mit EMP-Raketen ihn wirklich nerven, ärgern, bis ich irgendwie einen Plan habe, was ich im Endeffekt spielen will mit Phantom. Bei ihm, die Werkstatt ist durch, direkt die T2 geplaced, also die Munitionsfabrik hier, so dass die 20mm schnell zum Zug kommt, während wir hier unseren ersten und den zweiten EMP-Launcher platzieren, plus eine weitere Windturbine, und er expandiert hier leider, ach was heißt leider, jetzt schon nach unten, ne? Ich könnte höchstens leider sagen, dass ich keine Buzzsaw habe, um es hier abzuschneiden. Aber ja, wenn man die Waffenkammer baut, muss man damit leben, dass man keine Buzzsaw hat. Hier mit der angeschrägten Tür war ich ein bisschen nervös, weil eine Buzzsaw fliegt hier drauf, cuttet nach oben und dann ist das hier relativ frei. Hier fliegen die ersten EMP-Raketen, Sniper ausgeschaltet, die Gunner deaktiviert. Hier alles sogar deaktiviert, die beiden Techs und den Core. Und ja, wir halten einfach mal munter weiter rein. Hier leider drunter durchgeschossen. Hier den Gunner getroffen, der brennt da unten. Hier und die vierte Mine von der Magiesuppe. Hier unten konnte man einen Sniper hin. Und wir halten einfach mit den EMP-Raketen weiter munter auf diesen Spot. Der Sniper ist nun mal Geschichte, der Gunner ist jetzt gut geschützt und die T2 ist fast durchgelaufen, während bei uns hier auch das Upgrade Center im Aufbau ist, sodass hier aus den EMPs bald richtige Raketen werden und die wirklich Damage machen. Der Spot hier unten ist für unsere Flak, die gleich zur Shotgun wird, und hier fliegen beide EMP-Raketen, deaktivieren Gunner und Sniper, aber leider war noch ein bisschen Holz vorne dran, deswegen hat der Gunner überlebt. Und die fünfte Mine von der Magiesuppe, wo die T2 bereits durchgelaufen ist. Und hier die EMPs fliegen, konnten beide durch den Gunner geblockt werden, was ärgerlich ist. Ich wünschte, meine Gunner würden irgendwann mal so gut schießen. Ansonsten, ich ziehe hier überall noch die zweite Tür rein, weil ich Angst hatte, dass so eine Buzzsaw hier irgendwie dumm rumspringt und mir was kaputt macht. Das Upgrade Center ist durch, die Shotgun ist auch im Aufbau und hier die EMPs fliegen. Holt die Buzzsaw raus, der Gunner ist deaktiviert, genauso wie der Sniper, und hier kommt die 20mm von der Magiesuppe. Wir schießen nochmal beide EMPs los. Ja, leider, da hinten kollidiert. Nichts getroffen, hier den Gunner rausgeholt mit der Shotgun. Noch eine weitere Batterie. Und hier muss ich umstrukturieren. Ich will eine gerade Tür haben. Und während bei uns hier rein theoretisch das Upgrade kommen kann für die Rockets, ist hier schon die 20mm zur Hälfte fertig. Wir verlieren hier eine EMP durch den Doppelschuss vom Sniper. Der erste ging auf die EMP, der zweite durch die offene Tür. Das ist bitter, das ist ärgerlich. Und ja,
Da hat Scattershot schon Vorteile, weil ein normales Sniper hätte die Rakete getroffen und nicht den Launcher. So habe ich beides verloren, die EMP und den Launcher. Hier kommt das Upgrade für die Rocket und für Supermine, weil wenn ich schon Energie habe, aber keine Waffen zum Feuern, kann ich es auch effektiv nutzen. Bei ihm, die 20 mm ist jetzt durchgelaufen und er muss nur noch schussbereit machen und hier vorne frei. Baut hier einen kleinen Balkon nach unten an und verstärkt seinen Fuß nach hinten. Ich denke mal, da sollen auch noch 1, 2 Gunner rein, um die Rockets abzuhalten. Macht hier seine 20 mm einsatzbereit und mit der Shotgun unten mal einen Gruß geschickt. Aber ich konnte nur den Sniper ein bisschen damagen. Und ihr wisst, so eine Shotgun reicht nicht aus, um einen Sniper rauszunehmen. Und wir haben hier unten eine Buzzsaw. Die hier oben wurde wieder verkauft. Und unsere beiden Rockets sind jetzt ready. Er zieht die aktive und er hält genau in die offene Tür rein, holt uns den Kern weg und es heißt GG. Die erste Runde geht präzise an die Magiesuppe, also direkt weiter in Runde 2. So, da wären wir gleich in Runde 2. Die Magiesuppe ist weiterhin links und wir sind weiterhin rechts. Er hat sich diesmal für das Warzenschwein entschieden. Das heißt, alle T2-Waffen, Kanonen, 20 mm, Haubitzen, Plasmalaser und auch die Nuke machen mehr Damage, wenn die aktive läuft und wenn man abfeuern sollte und macht keinen Schaden am Gegner fort, ist die Waffe instant nachgeladen und kann gerade nochmal reinhalten. Und bei uns, wir haben uns für Hurricane entschieden. Bei ihm ist es so, alle Gerätschaften wie Minen und Attack oder sonst irgendwas werden ein bisschen schneller gebaut und ein bisschen schneller repariert. Genauso wie die Waffen. Dafür ist es aber auch ein bisschen teurer, das Ganze. Und bei der aktiven, ja, nichts Spektakuläres. Lediglich die Nachladezeit reduziert sich um 100%. Und wir sehen es. Die Magiesuppe, 2, 3, 4, 5 Minen und eine traurige Windturbine. Zwei traurige Windturbinen. Und bei uns auch 2, 3, 4, 5 Minen, zwei traurige Windturbinen. Und wir haben die Werkstatt verkauft und bauen uns hier erstmal ein Upgrade Center. Mein Plan war es, ich will erstmal schön hier die Ressourcen aufstocken, mich fett einigeln und dann überlegen, was ich hier eigentlich tue. Und bis dahin können wir mal ein bisschen Energie horten, damit wir möglichst viel Minen gleich upgraden können. Während die Magiesuppe hier sehr spartiatisch, heißt das so? Auf jeden Fall sehr minimalistisch das Ganze aufbaut. Hier das vielleicht ein bisschen zu viel, er sollte erst viel Tech sparen, könnte hier auch Metall verkaufen, weil er sieht, dass ich mich gar nicht nach oben baue. Von daher könnte er hier das Holz sparen, Metall verkaufen, die T2 instant placen und bei uns. Wir haben noch nicht mal irgendwie ansatzweise das Streben nach oben gezeigt. Stattdessen bauen wir hier, nachdem unser Upgrade Center fertig ist, die erste Supermine. Wir haben hier, wie ihr seht, auch noch innenliegende Hintergrundverstrebung reingezogen, um das Ganze stabiler zu machen. Und bei ihm kommt hier die T2, ebenfalls wieder die Munitionsfabrik, was sich aber als Warzenschwein anbietet, weil drei von den drei Waffen daraus, also alle, werden durch die aktive gebufft. Deswegen beim Warzenschwein spiele ich echt gern 20 mm aktive an und dann so mit drei, vier Geschützen einfach mal sehen, wie der Gegner Stück für Stück in Stücke geschossen wird. Da der Aufbau hier oben sehr verräterisch für eine Kanone oder sogar für ein Howie ist, haben wir hier erstmal ein bisschen mehr Defense reingezogen und ihr seht, wir haben noch gar keine richtige Tech. Nur das Upgrade Center und hier werden noch ein paar Minen und jetzt die Turbinen geupgradet. Und wir sind wirklich, wirklich weit zurück. Während er gleich, also das Ding ist so dreiviertel durch, seine erste Kanone bläsen kann, weil für ein Howie reicht das nicht, müssen wir erstmal irgendwann unsere T1 bläsen. Hier kommen schon die Zacken für die Gunner. Ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, weil hier ist theoretisch nur eine Lage Holz, dann kommt das Metall.
Das kann relativ schnell zum Verderben führen. So ein Cannonshot, zwei Cannonshot, GG oder keine Ahnung, Minigunner rausradiert, Haubitze droppt rein, Cannonshot hinterher und auch GG. Und wir sehen es, die Magiesuppe erweitert auf drei Batterien und zwei Erzlager. Demnach kann er jetzt theoretisch genug Ressourcen sammeln, um auch in Howie zu platzieren. Wäre bei unserem Woodspam sogar die effektivste Variante, weil eine Kanone wird hier einfach versacken. Und ich hatte hier, bin ich gerade dabei, eine Sandsackverteidigung einzuziehen, weil ich noch immer dachte, der Gute spielt Scattershot, deswegen Sandsäcke gegen die Kreissägen und die mögliche 20 mm, die kommt. Befestigt das Ganze hier noch und jetzt, nachdem hier alles so schön aufgebaut ist und hier Ressourcen durch die Windenergie und die Minen reinkommen, werden Sandsäcke platziert. Hier unten ein bisschen Belastung, aber alles im grünen Bereich. Und jetzt schaue ich erstmal rüber und sehe, die Männchen haben hier die orangenen, also die gelben Helme auf. Das heißt, es kann nur Adlerauge, Feuervogel oder Warzenschwein sein. Und ich dachte mir, ja super. Aber gut, die Sandsäcke, die helfen auch gegen andere Waffen, von daher, warum denn nicht? Hier haben wir uns einfach nach oben gebaut, zum einen als Gegengewicht hierfür, deswegen sind die Sachen auch nach hinten geplaced. Und zum anderen wollten wir einfach Größe demonstrieren, damit er mit seinem Cannonshot eventuell hier oben irgendwo ins Leere beschießt und uns hier unten keinen signifikanten Schaden zufügt. Bei ihm ist auch ein Sniper am Start, der könnte hier theoretisch die ganzen Gunner abarbeiten. Und hier ist noch eine Buzzer. Jetzt ist der Sniper auch ausgewählt und erstmal schön zwischen reingesammelt. Hier kommt die zweite Buzzer, die Cannon ist zu zwei Drittel fertig. Und jetzt kommt hier oben bei uns auch noch ein Sniper. Und immer noch keine T1. Also, ja, noch gar nichts. Keine Waffenkammer, keine Werkstatt. Stattdessen fünf Gunner und ein Sniper. Der Sniper ist ready, wird auch ausgewählt. Und sein Sniper wird präzise rausgeholt. Das heißt, ich muss die Gunner replacen. Krieg hier aber die Buzzer, mein ganzer Turm stürzt ein und unser Blinkefuß hier unten bricht auch, aber alles entspannt, es steht. Und die Buzzers sind echt nervig gewesen. Und jetzt, wo seine Cannon ready ist, bauen wir mal hier erst unsere Waffenkammer, ach, die Werkstatt nochmal auf. So könnten wir rein theoretisch auch Mörser spielen, aber hier unten sind die Gunner, die müsste ich erst ausschalten. Und während wir hier nochmal hier ein bisschen Gegengewicht ans Fort anbauen, damit wir nicht so eine Bauchlage nach vorne kriegen, ist hier die Howie im Aufbau. Und die könnte echt unangenehm werden. Die Cannon ist ausgewählt, aber wohin geht's? Ja, hier unten. Und ihr seht, der Sandsack hat doch gute Verteidigung, also gute Arbeit in der Verteidigung gemacht. Der Schaden hält sich arg in Grenzen, die Buzzer hier aufs Schild. Hier war ich dank Scattershot so clever und habe zwei Schilde angebracht. Und hier will ich mich jetzt langsam mit Metalltüren nach oben bauen, damit die Buzzers hier eben sich die Zähne ausbeißen. Rein theoretisch wäre es echt schmerzhaft, wenn er hier mit der Kanone das Energieschild wegballert und dann mit der Buzzer hinterher cuttet. Weil ich weiß nicht, ob das Ganze dann halten würde. Und während er hier uns munter mit Bassos, Kanone und bald der Howie ärgert, läuft bei uns hier die Fabrik und wir tanken einfach ganz entspannt weiter, sammeln Ressourcen, haben auch drei Batterien. Hier hat er seinen Turm nach oben verkauft. Vielleicht will er es umstrukturieren oder ist einfach nicht zufrieden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Howie wird jetzt auch schon bereit gemacht, bekommt drei Tore und bei uns ist noch immer keine schwere Waffe im Aufbau, dafür haben wir zwei Gunner. Was ein bisschen ärgerlich sein muss für die Magiesuppe, weil von uns kommt gar nichts, da kam noch nichts und alles, was wir haben, sind zwei Gunner, wovon er einen auch noch sieht und er schafft es einfach nicht, uns hier zu brechen. Gut. Mit einer Kanone alleine würde es auch sauschwer, aber mit Howie und Kanone
gut möglich. Hier wäre jetzt so eine Buzzsaw Gold wert. Und jetzt mit dem extra Damage wird der Howie ausgewählt. Der Schuss kommt, schlägt ein und wir haben ein Loch, aber alles noch stabil. Und ich denke mal, die Sandsäcke haben hier auch nochmal ein bisschen gute Arbeit geleistet. Und jetzt haben wir auch 5 Gunner am Start, das heißt rein theoretisch dürfte die Howie nicht mehr durchkommen. Die Cannon nochmal ausgewählt. Na, aber schießt doch nicht. Vielleicht hat er Energieprobleme, weil das sind 7000 Energie und das ist schon teuer. Hier kommt noch eine Buzzsaw von ihm, während wir nochmal ein bisschen Gegengewicht zu unserer Bauchlage bauen. Und der Howie kommt. Der wird abgefangen, weil das war wichtig. Rein theoretisch droppt der Howie rein, macht das Loch von eben und die Cannon hinterher. Und da macht der ganze Turm hier einen Abgang nach hinten. Ne? Ansonsten hier baue ich noch in Erzlager, weil ich gemerkt habe, für den Plasmalaser langt das gerade nicht ganz. Stabilisiere mein Gegengewicht nach hinten und ja, es sieht so ein bisschen aus wie moderne Kunst oder wie Texas. Hier kommen 2 Türen rein, damit die Cannon nicht einfach stumpf durchschießt. Hier Energieschild getroffen und hier kommt unser erster Feuerlaser. Mit der Buzzsaw Gott sei Dank ein bisschen verähmt und hat nur eine Holzstrebe weggeholt. Das hätte hier auch ganz bös anders enden können. Deswegen wird hier nochmal ein bisschen Hintergrundholz reingezogen, damit zum einen die Howie früher detoniert und zum anderen, dass die Buzzsaw nicht so tief reinschneidet. Und hier kommt der zweite Feuerlaser. Und wir dürfen endlich mitspielen, wenn die beiden ready sind. Der Howie kommt, kann durch die Gunner abgefangen werden. Und seine Gunner und der Sniper fressen ein bisschen Damage, aber alles im Rahmen. Hier mit der Buzzsaw auf die Tür geschossen, gar kein Thema. Und wir erweitern uns einfach munter nach oben. Mit der Cannon Richtung Feuerlaser geschossen. Zum Glück waren hier 2 Türen. Und ich repariere das Ganze nicht. Okay, never mind, ich repariere es doch. Aber ihr seht, mir haben da Ressourcen gefehlt. Und der Laser ist gleich ready. Meine Aktive ist auch geladen. Das heißt, gib ihm. Wir halten rein. Schön die Kanone getroffen. Hier oben ist die zweite Kanone im Aufbau. Die Aktive läuft. Das heißt, der Laser lädt 100% schneller nach. Und ihr seht, er hat gerade alles an Feuer gelöscht und direkt derselbe Laser nochmal rein. Der zweite ist gleich fertig, beziehungsweise ist fertig und hier nochmal die Kanone getroffen. Die ist fast komplett Schrott, wie ihr hier seht. Und der erste Laser trifft nochmal, Kanone bricht, explodiert und der Kern geht. GG, 1:1. Magiesuppe gewinnt das erste, wir gewinnen das zweite und auf geht's ins letzte und entscheidende Game auf Balls. So, und hier sind wir in Runde 3 auf Balls oder zu Deutsch Kugeln, wobei ich den englischen Begriff besser finde, der ist griffiger. Und er hat sich diese Runde für Buster entschieden und wir haben uns diese Runde für Adlerauge entschieden. Also wir sind einmal komplett wild durch die Commander geritten. Kein Commander kam doppelt. Und ist immer eine schöne Abwechslung, wenn nicht immer nur Geizhals gegen Geizhals spielt. Und ja, so hat man was von den anderen Commander mal gesehen. Ich will jetzt sagen, dass Geizhals per se schlecht ist, ich finde es einfach nur langweilig. Aber so viel dazu, hier nochmal ins Game bei ihm. Er hat die dritte Mine gebaut zum Erschließen der vierten Mine. Hier kommt die Werkstatt, die Batterie hinterm Chor, ganz klassisch. Bei uns auch, nur hier kommt noch die fünfte Mine, 2 Windturbinen und erstmal noch keine Tech. Erstmal stand die Economy ein bisschen im Vordergrund und dann haue ich die Tech hinterher. Wobei ich bei der Tech eh gesagt habe, mach mal entspannt, du spielst Adlerauge, dein Ziel sind Minigunner, da brauchst du eh nur das Upgrade Center und dann bist du fein. Bei ihm ist hier die Werkstatt durchgelaufen und ich dachte, er spielt Scattershot, deswegen kommt hier auch direkt Metall reingezogen, damit eine mögliche Buzzsaw sich die Zähne ausbeißt. Und wisst ihr was? Da ist die Buzzsaw im Aufbau. Also wenn das Ding hier irgendwo reinkattet, passiert gar nichts.
Die Windturbinen da unten sind ein gefundenes Fressen. Ja, aber ich wollte mir die Energie einfach sparen für ein Tor. Ich hätte hier eigentlich so 1-2 Sandsäcke runterziehen können. Das wäre einfacher gewesen. Habe ich nicht dran gedacht. Mir war es wichtiger, mich hier nach oben noch abzusichern. Deswegen hier kommt Metall. Er macht seine Buzzsaw ready. Und hier Metall ist ready. Da oben, ja, direkt beide Turbinen und da verabschieden sie sich. Das konnte ich nicht verhindern. Also rein theoretisch schon, aber irgendwie wollte ich es nicht. Und er hat gespart. Hier kommt wieder die Munitionsfabrik. Dreimal in drei Games. Aber ganz klar, mit Buster will man auch die Munitionsfabrik haben. Oder eben schwere Mörser. Alles andere funktioniert mit der aktiven auch. Also Raketen oder Nukes. Aber das ist nicht so prickelnd. Ich habe es schon ausprobiert und wirklich Kanonen, Mörser und der Howie in Klammern. Das sind so die Waffen, die ein Buster haben will. Und da hat er Spaß mit. Hier unsere sechste Mine. Wir haben nach hinten expandiert. Aktuell keine Windturbine. Und bei ihm wird hier der Spot bereits vorbereitet für die schwere Waffe. Ich dachte, das wäre bereits durchgelaufen. Deswegen war für mich so, oh, du bist schon ein bisschen sehr langsam aktuell. Aber Gott sei Dank nett, hier aufs Metall getroffen, nichts passiert und er wartet hier eh auf seinen Tech. Vielleicht könnte er noch eine Mine platzieren, wenn die Ressourcen da gewesen wären, keine Ahnung. Aber rein theoretisch müssten sie da sein, ich habe bisher noch nichts gemacht. Stattdessen bei uns kommt die siebte Mine und noch jetzt hier ein bisschen mehr Defense vom Core, da ich mir dachte, oh, das ist schon ein bisschen wenig, so eine Cannon oder vielleicht so Scattershot, 20mm, die schreddern da einfach durch. Hier mit der Buzzsaw, ja, wollte ich hier oben eigentlich reincutten, aber da hier die großen Boxen, also die Zweierboxen vorgezogen hat, wusste ich nicht wirklich, wohin ich mit der Buzzsaw soll, weil ich wollte diesen Punkt eigentlich treffen und dass das Ganze hier kollabiert oder absackt, aber das war schon alles gesaved, also von daher, ja, wusste ich nicht genau, wohin mit der Buzzsaw. Wir ziehen nochmal Stahl ein, einfach um uns vor möglichen Buzzsaws von seiner Seite zu schützen oder eben um einfach mehr Schutz vorm Chor zu haben. Hier kommt die fünfte Mine bei der Magiesuppe. Die Buzzsaw war besser, aber ja, da ich ein Scattershot bin, muss es gar nicht probieren. Und wir erweitern hier unseren Windpark, haben wieder mal keine Waffen auf dem Feld eigentlich, hier kommt noch ein Sniper. Aber wir können hier auch erstmal entspannt spielen, die Magiesuppe lässt uns ja Gott sei Dank in Ruhe. Klar, er wartet hier auf die Cannon, aber man hätte rein theoretisch auch hiermit arbeiten können. Mörser rüberschicken, hier ist ein wunderbarer Spot, 1, 2, 3 Mörser rein, das hier angeschrägt, das bleibt. Und dann schön mit einem Winkel von 40 bis 42, 44 Grad hier rüber. Da muss ich reagieren, muss Gunner setzen, die kann ich mir ausschalten, frisst mir Ressourcen weg. Ist hier nicht geschehen, von daher ist es für mich super entspannt und ich kann hier einfach die Economy aufbauen, die ich gleich brauchen werde für die Minigunner. Und dass er sich hier so auf die Kanone versteift, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung. Er sollte hier mit ein bisschen mehr Kleinkram, ein bisschen mehr, ja, verteiltem DPS arbeiten, weil er hat hier die Tech und hier drei Mörser tun nicht weh, nach oben verbundene oder eben auch hier zur kleinen Kugel, Schwarmraketen hier unten immer auf die Windversorgung reingehalten. Weil hier, ihr seht, ja, es brennt, die Tech ist auch beschädigt, aber das, was an Schaden rumkommt, ist relativ wenig, weil jetzt muss die Cannon nachladen. Und bis dahin kann ich hier ganz normal weiter Ressourcen sammeln. Das heißt, er müsste hier eigentlich mehr machen. Ich an der Stelle von Magiesuppe hätte hier, wenn die zweite Cannon jetzt im Aufbau ist, angefangen hier, wie gesagt, Mörser. Hier ist ein Spot für eine Buzzsaw. Nach unten verbinden und hier zumindest einen Schwammraketenwerfer reinsetzen und jedes Mal die Windenergie sabotieren. Hier mit der Cannon, ja, hier den Fuß getroffen von meinem kleinen Aufbau
und wir arbeiten mit unserem Sniper jetzt eine Gunner ab. Die waren alle offen, warum denn nicht? Wir ziehen hier noch Metall ein, damit hier kein Cannonshot uns die Minen einfach wegholt. Hier kommen nur die Upgrades und die Magiesuppe lässt uns hier die Zeit, die wir brauchen, um unsere Economy zu stärken. Hier nach oben verbunden. Ich weiß nicht, warum er es hier so zaghaft verbunden hat. Hier der Tower hält. Gott sei Dank ist hier Hintergrundverstrebung und hier ist Metall getroffen. Beziehungsweise auch den Sniper. Und er ist Buster, das heißt, die Nodes kosten nichts. Hier nach vorne gezogen, da nach vorne gezogen, hier einen kleinen Bauch. Dann hält das auch, wenn es abgesägt wird. Und er hätte direkt nach oben bauen können. Schaumraketenwerfer 1, 2. Und ich habe auch wieder ein Problem. Aber so mit der einen Kanone, das ist sehr entspannt. Also woran es hier bei der Magiesuppe momentan hapert, ist sein DPS-Output. Ich kann es nur mal wiederholen. Mörser, Schaumraketen. Die Raketen sabotieren die Energieproduktion. Die Mörser kommen von oben rein, zwingen mich, Gunner zu bauen. Die kann er mit dem hohen Sniper hier oben ebenfalls wieder rausnehmen. Ich muss mehr Ressourcen aufwenden für den Aufbau nach oben. So könnte das funktionieren. Alternativ, ihr seht, was noch möglich wäre, dieser Cannon-Shot geht ja komplett durch mit seinem Feuer. Wenn er beide Cannon-Shots hier auf den Cannon richtet, weil ihr seht, die Batterie qualmt ordentlich, dann wäre ich auch Geschichte, weil wenn die eine explodiert, kriegt der Core Damage, die zweite explodiert nimmt eigentlich den Core mit, weil, ja, der ist dann eben auch schon gedamaged, deswegen, ich wollte die Gefahr beseitigen, also werden die Batterien hier verkauft und nach hinten geplaced, um einfach diese Gefahr dieser saudummen Eliminierung einfach rauszunehmen. Das muss gar nicht sein, das Risiko. Weg damit und die Chance für die Magiesuppe uns hier so zu finishen ist schon mal eliminiert. Und während er weiterhin nur zwei Kanonen hat, wo wir den Schaden in unserem Aufbau nicht easy wegtanken können, aber wegtanken können, weil der erste Cannonshot kommt bis hierhin und der zweite dürfte bis hierhin kommen. Das heißt, es wird immer noch eine oder zwei Lagen Holz vor meinem Kern sein. Haben wir mittlerweile 6 Gunner. Unser Turm ist oben gut connected und unten auf einem breiten Fuß. Also alles sehr entspannt. Auch der zweite Cannonshot tut mir nicht weh, weil er versackt hier. Alles entspannt, alles easy. Wir haben ein bisschen was an Blinkiness in der Base, aber ja, mein Gott, auch wenn das bricht, da sollte eigentlich nicht viel passieren. Und hier kommt endlich ein Schaumraketenwerfer von der Magiesuppe. Der hätte schon viel, viel früher kommen sollen, genauso wie diese erweiterte Verbindung nach oben. Weil als Buster kosten die Fundamente gar nichts. Also mach sie einfach. Hätte mich damit schon viel, viel früher unter Druck setzen können oder in Bedrängnis bringen. Und so haben wir eine starke Economy, können hier ordentlich tanken, haben unser Fort durch Hintergrundverstrebung an der Wand stabilisiert. Und jetzt kommt nochmal die Aktive, hält nochmal rein. Und ihr seht, der erste Cannonshot, ja, die Cannonshots zerstören nicht mal die erste Lage Stahl. Und hier hat er wahrscheinlich die Batterien gesucht, die waren aber schon längst weg. Und wir warten hier, dass unsere 6 Minigunner fertig werden. Und dann fangen wir mal an mitzuspielen. Währenddessen wird hier seine Windenergie komplett geupgradet. Und wir gönnen uns auch einen Schaumraketenwerfer. Und hier mit der aktiven halten wir rein. Der Schaden ist eigentlich ganz brauchbar. Holen ihm hier auch fast alle Gunner weg. Und ja, sein Konstrukt nach oben kommt ins Wackeln. Wir konnten hier Damage machen. Leider ist hier nichts frei geworden, aber ihr seht, wir haben mit den 6 Minigunnern bereits mehr Pressure erzeugt als er mit 2 Kanonen. Liegt einfach daran, dass hier das Nachladen relativ fix geht, während die Kanonen immer ewig brauchen. Hier mit der Kanone auf Spatzen geschossen, holt mir 2 Minigunner weg, bezahlt dafür 6000 Energie
Und ob das so worth war, ich weiß es nicht. Hier werden die Schaumraketen eingeaimt. Wobei ich mit der Explosivmunition einmal noch hier reingeballert habe. Das ist guter Schaden am Stahl. Hier brenne ich ein bisschen, aber alles im Rahmen. Und hier treiben wir seine Reparaturkosten nach oben. Da er nur 5 Minen hat und nicht wie wir 7, wovon 5 Stück Superminen sind, könnte das vielleicht irgendwann mal für ihn problematisch werden. Wir haben hier solides Metall eingezogen, sodass unser Fuß nicht absackt. Die Strebe ist gebrochen, aber nicht so tragisch. Und hier nochmal die Aktive gezogen und wild rüber gehalten. Und ja, so nach und nach kriegt er, glaube ich, mit, dass wir doch noch mitspielen. Jetzt werden nochmal die Schaumraketen eingeaimt, die Buzzer mit den Miniguns rausgeholt. Und ja, das habe ich manuell abgeschossen. Aber rein theoretisch hätten die Minigunner von Adlerauge auch eine automatische Anti-Air-Funktion. Hier, Kanone ausgewählt mit der aktiven, ja, brachial meinen Sniper umgebracht. Aber nichts weiter Tragisches passiert. Durch die Löscharbeiten fällt mir auf, dass das hier gerissen ist und das hier blinkt. Also können wir es mal fixen. Selbst die aktive gezogen, nochmal mit den Explosivgeschossen reingehalten. Und ja, wir machen Damage am Metall und so langsam fräsen wir uns zu den Kanonen durch. Zumindest ist so mein Gefühl. Verlieren hier einen Minigunner durch seinen Sniper. Und der wunde Punkt ist eigentlich hier zwischen den Kanonen. Den Gunner rausgeholt und hier ist die Nuke. Die wird auch eingeaimt und er hat keine Anti-Air mehr. Ich weiß nicht, ob er hier die Nuke abschießen wollte. Auf jeden Fall fliegt die Nuke in die offene Tür und reißt seinen ganzen Tower oben weg. Ja, der Gunner war einfach nur, ich würde mal sagen, random. Warum der gefeuert hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sein DPS ist noch weiter versackt. Während wir mit den Minigunnern eigentlich munter reinhalten können, kriegen hier nochmal ein bisschen Damage durch die Aktive. Aber ich glaube, jeder Cannonshot macht dem Kern 12% Damage durch das Feuer. Da müssten wir schon ein bisschen mehr kriegen. Bei ihm kommt jetzt erst das Upgrade, während wir nochmal unsere Nuke einaimen. Hier kommt der Woodspam, aber der kommt zu spät und die Nuke, ja, die fliegt hier durch den Kanal. Und ich dachte mir nur, hä? Da ist nix. Aber er trefft doch irgendwas beim Schießen. Hier festgestellt, dass oben gar nichts drin sitzt. Und hier kommt noch eine Buzzer von uns, weil ich will seinen Aufbau nach oben direkt verhindern. Hier, ja, auf den leeren Spot geschossen, da tut es mir überhaupt nicht weh. Und die Minigunner halten nochmal munter rein. Und ich war enttäuscht, dass hier wirklich nichts drin sitzt. Also mit der Nuke tiefer eingeaimt, weil eben war das hier ein Blindgänger. Und hier kommt der Woodspam zur Verteidigung. Und der wurde auch rechtzeitig fertig. Die Nuke ist hier am Rand kollidiert und fast keinen Schaden gemacht. Nochmal die Aktive gezogen. Und ja, ich weiß nicht, ob er hier mir den Fuß wegschießen will, aber das klappt so nicht. Hier mit der Verbindung Upgrade Center und Werkstatt wären schwere Mörser immer noch eine Option, zumal die sehr gut mit der aktiven von Buster zusammen kombiniert werden können. Und meine Minigunner hätten zwar eine Anti-Air-Funktion, aber die Tür geht nicht rechtzeitig auf, wenn er die Mörser in einem sehr hohen Winkel hier schießt, weil ihr seht, der Winkel ist arg begrenzt von denen und hier hochgetroppt und hier runter. Dann müsste ich mir das einfallen lassen, zumindest mal hier dann mich erweitern und noch alternative Gunner platzieren. Aber er stagniert. Er bleibt bei seiner Kanone und das war's. Kanone und Nuke, was überhaupt nicht zieht. Er könnte hier noch gehen für einen AP-Sniper, was eine Möglichkeit wäre. Hier unten einen normalen Sniper zum Einaimen. Und hier ein AP-Sniper zum Rausnehmen der Minigunner, sodass ich wenigstens zwei Türen placen müsste. Hier den Woodspam abgeschnitten.
Die Nuke kommt durch, macht ein bisschen Schaden am Holz. Wir kriegen dafür einen Cannonshot. Ich weiß nicht, ob er die Nuke wieder abschießen wollte, aber wenn ja, das ist sauschwer mit der Cannon. Es ist schon abartig schwer, die Nuke mit einer EMP zu treffen. Und wir kriegen es mit. Die eine Nuke und die 6 Miniguns reichen nicht. Das heißt, wir expandieren nach unten, ziehen nochmal die aktive, halten hier munter rein, können nochmal Splash Damage machen mit den Explosivgeschossen. Und ja, der Schaden ist eigentlich in Ordnung. Wir können hier nochmal reinhalten. Der Sniper ist raus. Am Metall haben wir ordentlich Schaden gemacht. Und wir haben hier uns nach unten verbunden, haben ein kleines Seil platziert und wollen eigentlich hier auf diese Kugel, um einfach nochmal mehr Minigunner bauen zu können, weil 6 Stück reichen anscheinend nicht. Die Nuke erreicht ihr Ziel leider nicht, weil die beiden Gunner machen eine gute Arbeit. Und hier auf der anderen Seite aimt jetzt die Magiesuppe seine Nuke ein. Wir bauen hier noch 4 Gunner runter als Anti-Air, obwohl die Minigunner auch eine wunderbare Arbeit machen. Zumal ihr Streufeld viel, viel kleiner ist, wie das von einem Gunner. Achtung, kleiner Tipp, wenn ihr Scattershot spielt. Wenn ihr die aktive benutzt, wenn ihr gerade in der Anti-Air seid, also der Gegner schießt eine Nuke ab und ihr habt 4 Gunner und ihr wollt nicht, dass eure Gunner irgendwo wild rumballern, dann zieht als Scattershot eure aktive. Weil diese erhöhte Präzision gilt dann auch für eure Gunner in der Anti-Air. Nur so als kleiner Tipp, weil das hat mir bei 1-2 Games schon mal einen Arsch gerettet, dass die Nuke eben von den normalen Gunnern präzise rausgenommen wurden und dafür die aktive von Scattershot zu opfern, in Anführungsstrichen, war es mir wert, weil 1-2 gute Buzzsaws und die ist wieder aktiv. Die Nuke, die kommt durch, versackt aber im Woodspam. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minigunner gleich am Start. Und die verbliebenen 5, die noch auf die 4 Kollegen warten, zeigen schon mal Zähne. Einer geht nochmal, aber die Explosivgeschosse. Und hier hat es nochmal dazu geführt, ich zeige es euch gleich nochmal im Replay, in der Nahaufnahme, was passiert ist. Aber die Minigunner haben hier das ganze Konstrukt weggerissen. Der DPS von ihm ist quasi jetzt komplett zunichte gemacht, da er sich nur auf schwere Waffen verlassen hat und nicht auf Kleingemüse, was hier das Game für ihn auf jeden Fall hätte ganz anders da aussehen lassen. Weil, wie gesagt, einfach 1-2 Mörser, Schamraketen, keine Nuke, die Windenergie dauerhaft sabotieren, die Mörser oben rein, die Schamraketen unten rein, und die Kanonen straight Richtung Chor. Und ich wäre mein Lebtag nicht mehr froh geworden. So war es für mich entspannt, weil der DPS war zwar in der Spitze hoch, aber aufgrund der hohen Nachladezeit relativ gering. Jetzt aim ich alle drei Gruppen, alle 9 Minigunner Richtung Chor ein, weil meine Aktive ist ready. Und dann dürfen alle 9 kleinen Teufel mit der Explosivmunition rumspielen und da reinhalten. Und jetzt heißt es, gib ihm. Der Chor ist offen. Ihr seht es da unten, nur eine Strebe, ein bisschen Vordergrundholz. Und wenn die durchgeladen haben, kommt die nächste Salve. Und wieder alle rein. Und GG, das war das Ende der Magiesuppe. Was ich dir hier mitgeben kann, dein DPS-Output war einfach zu klein. Wie schon so oft gesagt in der Runde jetzt, Mörser, Schwangraketen und mich beschäftigen. Mir auf gar keinen Fall so viel Zeit lassen. Aber ich fand trotzdem, es waren schöne Games. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Wir haben es am Ende 2-1 gewonnen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Herbsttage, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!